Und es könnte sein Turnier werden, wenn ihm mit Colorit, dem Koreanersohn von Klaus Isahak, dieses Kunststück jetzt einen Tag später noch einmal gelingen möge. Christian Allmann macht sich auf die Reise. Alberto Sorzi mit Contanga noch immer vorne. 0:40,17 Sekunden. Es geht los über den DKB Oxa. So, schiebt ihn nach der Mauer gleich schon mal passend an. Hat direkt da wieder Innenbahn. Kommt direkt zum Galoppieren. Das bringt unwahrscheinlich viel Zeit. Dadurch macht er unwahrscheinlich viel Boden gut. Und die Zwischenzeit in der Landung nach diesem Stallsprung von 18 Sekunden bestätigt das. Da ist er eine Sekunde schneller unterwegs als der bisher führende Alberto Sorzi. So, jetzt muss er Frequenz drin behalten. Schwung mitnehmen. In die zweifache Kombination. Da raus. Und jetzt muss er irgendwie einen Mittelweg finden. Zwischen ganz verrückt eng rum und kurzem Wege zum DKB Oxa und Null bleiben. Das schafft er. 38,98 Sekunden. Als erster fehlerfrei und gleichzeitig unter 40 Sekunden geblieben. Nimmt Alberto Sorzi dann nochmal eine gute Sekunde ab und er hat genau den Idealweg zum letzten, zum DKB Oxa getroffen, ist nicht ganz so eng rumgegangen, wie die anderen es gemacht haben, die dann hinten auf der letzten Stange lagen, sondern er hat so ausgeholt, dass er gerade in der Schlussphase des Anreitens sein Pferd noch einmal gerade richten konnte. Da sehen wir es, der kommt am Ende schnurgerade an, genau in der Mitte des Sprungs und kann so dann auch ja, mit Leichtigkeit die Höhenabmessung dieses Oxas überwindet. Bärenstark gemacht. Zum wiederholten Male von Christian Allmann liegt jetzt vorne hier. Im Preis der DKB. Das könnte sein Turnier, das könnte sein Wochenende.